Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Sahabi Abi Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet alayhi salatu wasalam von einem Mann gefragt wurde: Man ahakku nasi bi husni sahabati? Welcher Mensch hat es am meisten verdient, dass ich ihm treue Gefolgschaft schuldig bin? Da sagte der Prophet alayhi salatu wasalam: Ummuk, deine Mutter. Dann fragte der Mann nochmal: Wer dann? Er sagte: Deine Mutter. Dann fragt er nochmal, wer dann? Deine Mutter. Dann fragt er nochmal, wer dann? Dein Vater. Dieser Hadith stellt die Rolle der Frau im Islam ganz genau dar. Dieser Hadith von Abu Huraira. Die Frau, die Mutter, hat in der islamischen Gesellschaft die Goldmedaille, die Silbermedaille, die Bronzemedaille und der Vater, der hat den vierten Platz. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, wir wissen ja, wir kennen ja die Kritiker, die haben immer was zu motzen. Ne? Ihr kennt ja Hater. Und die Islam-Hater, die kommen dann, ja, sagen wir, ja wie, nur die Mutter, sind die anderen nichts wert? Dann sagen wir, nein. Der Prophet a.s.w. hat gesagt, innama nisa shaka'iku rijal. Wahrlich, die Frauen, die sind die vollen Geschwister der Männer. Und Allah subhanahu wa ta'ala stellt im Koran in Sure 9, Vers 71 die genaue Beziehung zwischen Mann, zwischen Männern und Frauen da. Er sagt, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ. Und die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind die einen, die Schützer, die Schutzherren der anderen. Also das heißt, die schützen sich gegenseitig. Was für eine Art von Liebe ist das? Die schützen sich gegenseitig. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Sie gebieten das Gute, verbieten das Verwerfliche und verrichten das Gebet und entrichten die Almosensteuer und gehorchen Allah und dem Gesandten. Jenen wird Allah barmherzig sein. So. Das ist die Beziehung. Es gibt bestimmt noch was zu motzen. Wer motzt jetzt? Die Säkularisten motzen. Dann sagen wir, dann verbietet die Prostitution in euren Ländern, wo die Frauen sich verkaufen. Wo die Frauen sich verkaufen müssen teilweise. Verbietet es. Redet nicht bei uns von Frauenrechten, wenn bei euch die Frauen sich in Bordells am Verkaufen, in den schlimmsten Orten am Verkaufen sind. Ja? Und wenn ein Christ was sagt, dann sagen wir, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Felsen werfen. Und ich gebe nur mal ein Beispiel. Hier, 1. Korinther 11. Ja? Ich will indes, Neues Testament. Ja? Und wenn es Altes Testament wäre, das ist ja laut Christentum auch von Gott. Ich will indes, dass ihr wisst, dass das Haupt jedes Mannes Christus ist, dass das Haupt einer Frau aber ist der Mann. Also der Mann ist das Haupt der Frau. Das Haupt des Christus aber ist Gott. Jedermann, der betet oder prophezeit und dabei etwas auf seinem Haupt hat, macht seinem Haupt Schande. Also das muss ich eigentlich ausziehen. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder prophezeit, macht ihrem Haupt Schande, denn es ist ein und dasselbe, als wäre sie eine Frau mit kahlgeschorenem Haupt. Denn wenn sich eine Frau nicht bedeckt, deswegen denken auch oft in Deutschland, dass das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung der Frau wäre, weil es ein Zeichen der Unterdrückung der Frau im Neuen Testament ist. Korinther 11, ja, hier. Denn wenn sich eine Frau nicht bedeckt, so möge sie auch geschoren werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, geschoren oder kahl geschoren zu sein, so möge sie sich bedecken. Denn ein Mann sollte sein Haupt nicht bedeckt haben, da er Gottes Bild und Herrlichkeit ist, die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Das heißt, der Mann ist Gottes Bild und Herrlichkeit, die Frau aber ist des Mannes Herrlichkeit. Laut diesem Vers, laut diesem Bibelvers, ist der Mann zu Gott, Gott ähnlicher als die Frau dem Mann. Denn der Mann ist Gottes Bild und Herrlichkeit, die Frau aber ist nur Herrlichkeit des Mannes. Ja? Dann, denn der Mann ist nicht aus der Frau, sondern die Frau aus dem Mann. Und überdies ist der Mann nicht um der Frau willen erschaffen worden, sondern die Frau um des Mannes willen. Also die Frau ist für den Mann erschaffen worden. Deshalb sollen die Frauen um der Engel willen ein Zeichen der Befugnis, also das Kopftuch auf ihrem Haupt tragen. Das ist in der Bibel. Das wollte ich nur mal ganz kurz hier am Rande erwähnt haben. Aber wir sagen nicht, dass der Mann Gott ähnlicher ist als die Frau dem Mann, sondern wir sagen, wie Allah im Koran sagt, im Sure 42, Vers 11, Leisa kamithli shay wa huwa samiul basir.
Nichts ist ihm gleich und ist der Allhörende, der Allsehende. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.